Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Und der heutigen Part war ja so geplant, dass wir so eine scheiß Schuppenbestie besiegen. Das heißt, dass ich das so ein bisschen in die Länge ziehen könnte. Aber nur so ein bisschen. Ich hoffe, das dauert nicht den ganzen Part. Also, falls ihr keinen Bock darauf habt, dann kann ich das auch verstehen. Ja, so ein Vieh, meine ich. So, ich musste gerade meine Stoppuhr mal stellen. Ein Präventivschlag, immerhin. Weil das Ding, das kann. Ja, jetzt wo es Schock hat, da ist es immer ziemlich leicht zu besiegen. Da gehen die Leben ganz, ganz schnell runter. Aber den erstmal in Schock zu kriegen, das dauert so abnormal lange. Und das Vieh hat so viel Leben. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe vergessen, mein Kristallium vorher zu machen. Ja, die Folge fängt gleich schon mal gut an. Aber das seid ihr von mir gewohnt. Ja, genau, meine ich jetzt. Und jetzt seht ihr, ich ziehe dem nichts. Ich muss den jetzt erstmal wieder in Schock bringen. Und das kann dauern. Und deshalb hoffe ich einfach mal, dass dieser Kampf jetzt 10 Minuten lang geht. Was zur Mutter, fucking hell? Was zur Hölle? Daran kann ich mich definitiv nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass ich den damals sogar ziemlich leicht besiegt habe. Ich habe den echt ziemlich leicht besiegt damals. Hat zwar lang gedauert, aber ich habe ihn leicht besiegt. Aua. Wenn er gleich wieder so einen Blitzatem macht, bin ich wieder gearscht. So, Heiler. So, heil dich. Ah. Ja, genau, geh mal auf den. Geh auf den, mach ihn fertig. Okay, ich ziehe den immerhin doch ein bisschen Leben. Das wird auch der einzigste bleiben, den wir besiegen. Die anderen werde ich umgehen. Also keine Sorge. Da werde ich dann schon drauf achten. Weil ich habe echt keinen Bock nochmal gegen so einen. Könnte man eigentlich einen Kampf abbrechen? Ja, kann man. Das wusste ich jetzt gerade nicht mehr. Das musste ich nochmal nachgucken. Ich habe hier so lange mehr gezockt. Ihr seid schon wieder ein paar Wochen hier. Alter. Alter. Also dieser Blitzatem, der ist mal eine deftige Hausnummer. Muss man mal ja so sagen. Ja. Der hat jetzt gleich aber wieder Schock. Der ist schon wieder bei 114%. So, jetzt hat er Schock. Jetzt hat er auch ein bisschen länger Schock, weil wir das andere aus dem Präventivschlag gemacht haben. Und da hält der Schock auch nicht ganz so lange wie jetzt. So richtig viel mehr zocke ich den aber trotzdem nicht ab. Aber immerhin. Wir sind gleich schon mal bei der Hälfte, ja? Und wir haben, also laut meiner Stoppuhr 3 Minuten, aber es ist jetzt ein bisschen länger natürlich, weil ich meine Stoppuhr erst später gestartet habe, weil ich das total verpeilt habe, die zu stellen. Also, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Ah, wir haben die Hälfte. Boah, ich spamme die X-Taste durch. Man muss ja eigentlich die X-Taste nur ziemlich selten drücken, aber ich spamme die immer durch. Ah, Panzerregeneration. Oder Panzerregenerierung. Und jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen. Jetzt müssen wir den wieder auf Schock bringen. Und wie gesagt, das dauert dann so ein bisschen, ne? Nein, nein, bitte nicht, stirb nicht. Wenn die gestorben wäre, ich wäre ausgerastet. Heil dich. Heil dich am besten nochmal. Das ist immer besser. So. Extermination. Ich hoffe, ich erinnere mich hier nach, das Kristallium zu machen. Dieser Kampf dauert so elendig lange. Oh Mann, oh. Es tut mir auch leid, aber ich will den halt haben in meiner Gegnerdatenbank. Halt dich, du hast wieder dein Geld. Jetzt geht's wieder auf ihn. Ja, schon bei 108.
9. Oder 10. Oder 11. Na. Ja. Blitzatem kann man ja noch machen. Dann halte ich mich gerade schnell. Und danach müsstet ihr auch schon wieder im Schock sein. So ungefähr. Ah, 113. Müsst ihr jetzt auf jeden Fall im Schock. Also noch eine Runde. Jetzt hier nach. Und dann hoffe ich, dass ich den in dem Schockzustand dann auch besiege. Also, dass ich den jetzt töte. Das wäre episch, weil ich habe keinen Bock, noch eine Runde zu warten. Ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge oder im letzten Part irgendeinen Schatz gesehen, ne, von oben. Der wurde auch von so einem Scheißvieh bewacht. Ich hoffe, ich kriege irgendwie den Schatz, ohne dass ich so gegen so ein Scheißvieh kämpfen muss. Das wäre episch. Ja, epic. Bäh. Ja, ist es ja. Ist auch so. Muss ich ja tun. Ja, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Komm, einmal noch. Oh nein! Komm, das eine Zipfel da, das kann er doch noch. Oh, ich hasse dich. Oh, ich heile mich lieber nochmal. Ist sicherer. Weil wenn er mich jetzt killt, ne, dann würde ich so ausrasten. Das wäre der Wahnsinn. Der hätte mich so eiskalt gekillt. Ist er tot. Danke Gott. Oh. Ah, ich habe irgendwas bekommen. Das ist vielleicht zu schnell. So. Nein, da wollte ich gar nicht. Stimmt. Hier. Charisma. Kann ich vorher noch was machen? Nein. Manipulator. Ja, ist klar. Heiler auch nicht. Nein, dann kann ich nur Manipulator. Zack. DP plus 10. DP plus 3. TP plus nochmal 10, habe ich 810. 8, genau. Verheerer ist bei dem voll, dann Drescher. Ist auch voll. Ja, dann habe ich ja nur noch Augen, mein Tor. Magie plus 2, TP plus 10 und nochmal TP. Nein, keine TP plus 10. Dann halt nicht. Dann hat Vanille mehr TP wie der. Ich meine, da unten war ein Schatz. Ich kann es nicht öffnen. Ich will das Vieh nicht bekämpfen. Ich will aber den Schatz haben, ne? Oh. Komm her, du fettes Fuckvieh. Hier bin ich, du Arsch. Komm her. Komm, 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 komm. Du sollst nicht pennen, du sollst kommen. Das Vieh sieht mich doch nicht mehr. Doch. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Oh, weißt du, was die Scheiße tut, den Schatz? Ey, aber ich will gleich wenigstens in meinem Lösungsbuch gucken, was da drinne gewesen wäre, ne? Ich wette, da ist jetzt die Ulti-Waffe drinne. Ey, das will ich gleich nachgucken. Ey, das gucke ich gleich sowas von nach. Fies. Ah, die kommen aber besiegen. Die sind ja einfach. Vier solcher. Wie hießen sie noch? Die hatten so einen ganz komischen Namen. Kremlin. Ah oh, ja. Oh, das ist immer. Ich wusste irgendwas mit G. Ein Gremlin. Take that. Na komm, besieg mein Ding.
Danke. Da ist noch einer. Und frisch. Drei Sterne. Keine Gegenstände. Schade. Nummer 4 Quelle. 3. Das ist aber auch ein Schatz. Alter, wie viele Gegner sind denn da hinten, bitte? What the fuck? Okay, wenn das alles Gremlins sind. Oder irgendeine andere Scheiße. Ja, stellt euch mal vor, das wären jetzt alle solche Panzerfett-Dinger. Das wäre doch der Wahnsinn. Ich würde da mit einem lachenden Gesicht reinrennen. Ich hab Spaß. Mir geht's gut. Oh, 5 Sterne, das gibt aber jetzt was. Ja, 2 Lieder. Das reicht doch. Und noch 10 Teufelsschwingen. So, jetzt bin ich. Das sind alles Gremlins. Wenn das jetzt alle so Panzerdinger gewesen wären, ich wäre mit einem lachenden Gesicht reingerannt. Wie geil das einfach nur gewesen wäre. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen fies. Aber auch nur ein bisschen. Also ein ganz kleines bisschen. A little bit. A little bit. Ah, die töten hier alle. Gremlin F. Ah, die Gremlins sind schon nicht ohne hier. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, welcher Teil das war. War das der Teil, wo, wenn du mit der Hauptperson stirbst, dass es dann Game Over ist, oder wo du dann nachher nochmal wechseln konntest? Oder war es das 13-2? 13-3 weiß ich nicht. Den Teil habe ich noch nie gezockt. Den wollte ich mir aber mal holen. Aber der kostet mir momentan noch zu viel Wildleder. Mein schönes Flüsslein, Bächlein, keine Ahnung. Jetzt ein Speicherpunkt wäre ganz sexy. Hier kommt eine Katze. Dann gucken wir uns halt die Katze. You look tired. Not enough sleep? I guess. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? Oh, I'm just gonna lie down for a bit. Being made of Lassie, it's not easy. I mean, look. Even I'm kind of worried. But even if we don't know what'll happen, we have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. You know? Next stop is Nautilus, City of Dreams. Wie der Vogel einfach mal wieder so in den Kopf reingeflogen ist. Der Chocobo. What? Sass? Hat sich der Sass jetzt wieder verkrümelt. Das geht ja gar nicht. Ohne vorher Bescheid zu sagen, ist einfach gegangen. Richtig gemacht, der Junge. Hat er ganz richtig gemacht. Da hinten ist er noch. Er steht am Ufer. Guckt in der Weide. In der Weite. Sass. You scared me. What's up?
I'm just thinking. Don't blame yourself. You know, you can't control who FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's in Lassie. He said he wanted to see a foul sea, so I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge, I know you're in here. Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those posts Lassie had snuck in and tried to attack the Sanctum Falcy. It did the only thing it could and made Dodge and Lassie to protect it. My son, he got picked by a Sanctum Falcy. He's a hero. But we're pulselessly Dodge's enemies. Psycom showed up right after that to take custody of him. Then, it was one test after another. Even then, they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for pulselessly. Maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a Lassie, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse Foul C. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse Falci. Thought I could do it for him, and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. But the bird says no. Schön, dass der Schokobo den Sass davon abhalten kann, Selbstmord zu begehen. Sehr fördernd. Nie hat man eine Kamera dabei, wenn man eine braucht. Wie kommt er denn jetzt darauf? Finde ich gut. Aber wir haben jetzt Speicherpunkt. Also denn, ja. Wir gehen aber jetzt noch nicht weiter. Na, wir will den Part beenden, weil meine Stoppuhr steht bei knapp 19 Minuten und ihr müsst eigentlich schon bei 19 Minuten sein, weil ich habe ja später angefangen. So. Wenn euch diese Folge gefallen hat, auch wenn es jetzt langwierige Kämpfe gab und auch ein paar Cutscenes und so, aber naja, ihr wisst ja, kann man ja nichts dran machen. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr dann trotzdem auch im nächsten Part wieder einschalten, wenn es dann weitergeht. Ja, und ich sage bis dahin, tschüss!